Der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama hat in der Mitte des 15. Jahrhunderts den Seeweg nach Indien entdeckt. Lissabon ist dadurch zum Zentrum der Handelsreisen geworden. Schiffskonvois waren monatelang unterwegs. Sie kämpften mit diversen Gefahren auf dem Meer, mit den extremen Wetterbedingungen Äquatorialafrikas, mit riesigen Wellen und Wirbeln in der Klipplandschaft am Kap der Guten Hoffnung. Nicht jedes Schiff kehrte nach Lissabon zurück. Die Westküste Südafrikas wird vom starken, besonders kalten Benguela-Strom beeinflusst. Die Küste liegt oft im Nebel. Niederschläge sind selten und werden nur von Binnenflüssen hergebracht. Infolgedessen entstanden hier die ältesten Wüsten der Welt. An der Küste Namibias, in der bewachten Region Oranjemund, wurden bei der Diamantenförderung verfaulte Holzstücke und Metallgegenstände entdeckt, die Archäologen als einen einzigartigen Fund, ein 500 Jahre altes Schiffswrack, bezeichneten. Zum ersten Mal entdeckte man ein Wrack, das wertvoll ausgestattet und mit einer riesigen Kupfermenge beladen war. Die Analyse der gefundenen Gegenstände beschäftigte die Wissenschaftler langfristig. Sie suchten Antworten auf viele Fragen. Um festzustellen, warum sich an Bord des historischen Schiffes so viel Kupfer befand, muss man tiefer in die Geschichte Europas eintauchen. Versuchen wir nun, die Bedeutung des Kupfers in der Vergangenheit zu erklären, seinen Ursprungsort zu entdecken und seine Handelswege zu verfolgen. Ars Arete e.V. präsentiert den Dokumentarfilm Wege des Kupfers, Teil 1. Deutsche Übersetzung: Andrea Widowa, Sprecher: Rudi Schwarz.